Wer günstige PSN-Karten oder Xbox Live braucht zu besten Preisen, der kann gerne mal bei meinem Partner Enever vorbeischauen. Auch für günstige Spiele. Checkt es gerne aus. 3% Code RealFIFA. Danke auf jeden Fall an jeden, der mich dort auch schon supportet hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Was ist denn hier los? Foot Player Days 5x85 Plus Packs sind rausgehauen worden. Einfach ganz random. Ein paar alte Karten und schon ist ein neues Event am Start, Jungs. Seid gespannt. Wir werden nämlich Mainz öffnen plus 3x Prime oder Moments Packs. Und die müssen scheppern. Ich hoffe es, denn wir haben mal wieder den Grind angeschmissen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen da, dann kann der Grind weitergehen und ich würde mich natürlich auch freuen und schreibt natürlich in die Kommentare, auch für den Algorithmus, wäre es ehrenhaft, was hattet ihr in eurem 5x85 Plus Pack? Denn es gibt da jetzt 11 Special Cards, die zwar schon mal am Start waren, aber da ist unter anderem was ganz Neues mit Messi dabei. Ach ja, übrigens, meine Elite 2 Rewards gibt es auch noch, aber Team of the Week Schmutz, deswegen ja, hat sich mal wieder gelohnt zu spielen. Beste Idee, Max. Ja, das wäre wild, sowas richtig krass. Du hast es schon gesagt, Pelé eventuell. Wäre geil. Würde ich dir gönnen, Bro. Sein Twitch, dead_mr10, verlinke ich euch mal in der Beschreibung hier. Absoluter Ehrenmann. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Alles klar, Digga. Boah, viel Glück, viel Glück. Gucken wir mal, ob die Wundertüte rasiert. Das ist der letzte. Freeze ist geil, oder? Kann eigentlich nicht so geil sein, ne? Obwohl, geht sogar noch, ne? Ich dachte Nani. Ja. Ich dachte Nani. Ja, besser wie Nani ist auf jeden Fall. Das muss man sagen. Nur, Zeit als Dortmund für ein ganz schwieriges Thema. Stimmt, ey, perfekt, City Dortmund, Jungs. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Ja, aber man kann ihn auf jeden Fall mal zocken, denke ich. Er muss besser werden als Gerard Moments, Bro. Am besten eine Moments natürlich, ja, ne? Wäre schon nice, wenn das eine Moments jetzt hier wird. Wie geht's von der Karte? Oh, eine Karte wäre natürlich absolut Schmutz. Okay, Bro. Viel Erfolg. Jetzt wird's hier aufgemacht, Jungs. Digga. Komm, gönnt dem Jungen. Er braucht eine Verstärkung fürs Team. Oh, Holland? ZDM, wer ist das? Ach. Hä? ZDM? Oh mein Gott, und nicht die Moments. Oh Gott. Also von den Stats her okay, aber jetzt natürlich nicht das, wo man sich freuen würde. Ey Jungs, ne, manchmal habe ich echt so das Gefühl, EA will einen komplett verarschen. Aber er sieht noch okay aus, wenn du einen Sechser brauchst halt, ne? Aber, naja, sonst ist das jetzt nicht so. Ihr seht schon vom Preis her die geilste Icon, ne? Scheiße, Alter. Obwohl, er scheint besser, also er sollte besser sein als Gattuso normalerweise. Denke ich mal. Also ein kleines Upgrade vielleicht. Bei Leon und hier Dings Maldini gezogen und Vieira auch? Ja, beide aus gekauft. Nee, beide aus Iconpick. Alter, okay, muss man schon sagen, ein bisschen Luck war vielleicht da. Ja. Muss man mal hier raushauen. Ja, krass, okay, heftiges Team. Ja, was würdest du dir wünschen? Ja, so einen rechten Flügel oder so einen krassen Stürmer wäre nice. Einfach irgendwas richtig Heftiges. Ach, du hast sogar ein Prime Moments Pack. Ja, oha, ja, okay, ja. Okay. Ich dachte 91 plus, ist ja noch krasser, Jungs. Willst du da irgendwas, willst du jemanden grüßen oder so? Keine Ahnung, hau raus. Das ist heftig. Ich grüße Kai. Da muss ich ihn eigentlich in Händen tragen. Jetzt muss da ja ein richtiger krasser Fisch kommen. Ja, ey, keine Ahnung, Mann. Bist du bereit oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass was Krankes kommt. Ey, ich wünsche dir Glück der Welt, dass da jetzt so eine krasse Moments-Karte kommt, Jungs. Wie wild wäre das jetzt? Alles klar, Bro. Ich geh rein. Viel Glück, Mann. Viel, viel Glück. Oh mein Gott, Jungs. Prime oder Moments? Komm, EA Sports. Mach es wild. Du hast mein Video und Vieira. Und wer kommt jetzt? Ein Engländer. Cole. Oh mein Gott, ist das der Moments wenigstens? Ja. Oh nee, Bro. Oh. Kratzt. Der Moritz wäre, glaube ich, noch solide gewesen. Ja. Okay. Na, ich weiß nicht. Viele spielen ja die Elf aus als Innenverteidiger. Vielleicht
neben deinem Maldini mal testen als IV, keine Ahnung. Ja, wird sogar zu Jones linken eigentlich, dass man dann, ja. Stimmt, gar nicht ja. So schlecht. Theoretisch, Jungs, also mit 89 Tempo in der IV wäre er wieder besser eigentlich als ja. LV. Ja. Also, ja, mal ist probieren. Natürlich trotzdem nicht geil, ne? Aber nee, natürlich nicht, aber... Man muss ja das Beste draus machen, würde ich behaupten. Ja. Ah, schade, ey. Ist stundenlang dafür geschwitzt, Mann. Ja, das tut mir schon wieder leid, ey. Der weiß nicht, ob der besser ist als Max oder so. Ja, dass man halt hier dann wahrscheinlich Lahm, würde ich mir dann hier Lahm Optimus oder so. Okay, ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Beim dritten und letzten Prime oder Moments Icon Pack für heute. Ja, und das bedeutet, wir wollen jetzt mal eine Moments-Karte EA Sports. Das kann doch nicht sein. Ey, also, das ist schon eine leichte Verarsche, dass man meistens hier auch nur Prime-Icons bekommt. Das machen die doch mit Absicht. Bin gespannt, ob jetzt hier vielleicht gegönnt wird. Man sagt ja auch, alle guten Dinge sind drei. Kann natürlich sein. Geben das letzte Team ab und kriegen sogar noch 100 Coins auf unseren Nacken. Das nächste Prime oder Moments Pack jetzt hier. Und ich kann euch sagen, dieser Account ist wild mit Packluck bestückt. Ja? Ich kann euch sagen, wir haben den einfach kurz vorm Toad-Team, glaube ich, erstellt gehabt. Guckt euch an, was wir da gezogen haben bisher. Ja, okay, ist jetzt nicht so ganz besonders, aber das, was ihr hier seht, ist alles untradable. Da wären wir jetzt, Freunde. Im Prime oder Moments Pack sind wir drin. Sind wir auch endlich mal in der Moments-Karte da drin. Wenn, dann will ich kein Prime, dann will ich einfach Yari Moments, okay? Yari Moments auf Ehre hier. Und dann mal gucken, ob das jetzt hier mit der Büro-Wäscheklammer funktioniert. Werden wir jetzt sehen, Jungs. In 3, 2, 1. Und dann gehen wir auf meinen Welt-Account und gucken mal, was noch dieses 85 Plus Pack gibt. Aber jetzt ist hier Fokus, Fokus, Fokus angesagt mit der Wäscheklammer ins Glück. Ins Glück. Bitte wenigstens der Moments Vintage. Bitte. Oh, okay, okay. Moments Vintage. Würde ich sogar sagen, leichter Win? Was sagt ihr? Also, doch. Der Prime wäre natürlich nicht so geil. Ja, wir wissen es alle. Außenverteidiger sind die neuen Innenverteidiger. Aber das macht doch das Spiel kaputt. Freunde, das wird unser Vidic sein. Auf unser Innenverteidiger, unser Vidic. Ey, also hier auf dem Account auf jeden Fall. Bin ich damit zufrieden? Eigentlich schon, ja. Real Talk. Prime, Nemanja, Vidic. Ja, hat doch wirklich kranke Stats. Also, hallo. Bis auf natürlich nicht 96 Tempo oder so, wie die Außenverteidiger immer heute in der Innenverteidigung haben. Aber guckt euch das mal an. 1 Million Coins. Das ist ein starker Spieler auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Den werde ich, denke ich, auch perfekt hier einbauen können. Real Talk. Ihr fragt euch auch so, ja, was hat der alles für Accounts? Aber halt einfach als SBC-Futter, wenn mal, sage ich mal, geile SBCs kommen oder Swaps. Guck mal, wir haben hier Varan gekauft. Da kann man den, denke ich, ganz geil nutzen. Für 40k. Digga, Varan auch weg. Jetzt reicht auch langsam hier, den Varan zu spielen. Guck mal. Digga. Real Talk. Mit Village. Sehr zufrieden. Ist eine sehr, sehr geile Karte. Passt sehr, sehr gut hier rein. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Ich werde den mal zocken. Euch ein Feedback geben. Bin mega zufrieden. Und der hätte viel, viel schlimmer sein können. Und zum Glück kam auch meine Moments-Karte. Schon, wir sind auf meinem Main-Account und haben tatsächlich Elite 2 geholt. Die eine oder andere, die mir auf Instagram folgt, eventuell, also macht kein Auge, Jungs. Lasst gerne da auch ein Follow da, da seid ihr mal auf dem Laufenden. Haben es schon gesehen, mit wem wir und was für einem Team wir das geschafft haben, zeige ich euch auch nochmal. Also es lief schon wieder relativ erfolgreich, dann siehst du das Team of the Week. Ich öffne auch im Hintergrund schon mal die Rewards einfach, weil, ja, was brauche ich dazu sagen? Ich habe die auch schon so aufgemacht gehabt. Das Team of the Week ist halt nicht so ganz das, was man sich natürlich immer vorstellt. Aber gut, es hätte zum Beispiel noch ein Ben Yedda drin sein können. Wie ist eure Meinung zum aktuellen Stand von FIFA? Wenn ihr einer habt, haut's mal raus. Ein bisschen dürftig. Schade auch, dass sie heute keine Icon-SBCs oder so rausgehauen haben. Aber dann eventuell am Sonntag. Und da könnt ihr gerne dann auch wieder mit euren Packs dabei sein, wenn ihr Lust habt natürlich. Und ja, ihr seht es. Unsere Player-Picks waren aber gar nicht so verkehrt. Muriel, Mondi,
Das ist doch schon was Ordentliches. Sagen wir es einfach mal so. Klar, am Ende werden die wahrscheinlich nicht in meinem Main-Team landen, aber es ist trotzdem mal ja, ganz okay gewesen, was das Team of the Week halt hergegeben hat. Und jetzt sind wir hier am Start und ihr seht es, oder ich zeige es euch nochmal, mit welchem Team wir das Ganze geschafft haben. So haben wir gezockt. Ja, Außenverteidiger halt, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Eben auf dem anderen Account mit dem Vidic. Den hätte ich hier auch gerne mal gehabt. Also ungelogen, wenn ich auch geile Innenverteidiger mal hätte, die ich hier allerdings nicht habe, sondern nur Außenverteidiger, dann würde ich hier auch mal mit Innenverteidiger spielen. Mit Davis in der Innenverteidigung gespielt und ich kann euch wirklich sagen, der Alfonso ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger, den ich bisher gespielt habe. Und wenn man das sagt, dann muss man sich, glaube ich, nochmal überlegen, was man da für ein Spiel rausgebracht hat, EA Sports. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt freuen, wenn wir in dem 5x85 Plus Pack noch irgendwas Gewaltiges ziehen, denn es sind ja auch neue Karten rausgekommen, beziehungsweise neue alte Karten, wie ein Messi, wie ein Hazard, die nicht schlecht werden, oder Sancho oder sowas. Da wären wir das Team of the Week Pack, da bin ich ehrlich, sparen wir uns dann doch nochmal auf. Eventuell gibt es ja nochmal was Knackigeres irgendwann mal, wo es sich dann auch lohnt, das Ganze zu öffnen. Aber jetzt, Freunde, na, kommen wir hier zu meinem 5x85 Plus Pack. Die Prime oder Moments Packs waren durchweg okay, aber das mit Vidic hat schon wirklich wieder gut gemacht. Real Talk, was hattet ihr entweder in dem Pack oder auch in euren Prime oder Moments Icon Swaps Packs? Je nachdem. Und ich denke, Sonntag könnte dann endlich mal wieder eine Icon SBC für alle kommen. Wäre nice, wäre nice. Aber jetzt, Jungs, gehen wir erstmal rein, Jungs. Jungs. Ja, okay, Max, leise sein. Ein Daumen zum Abschluss wäre ein Traum. Und jetzt eine geile Karte, Freunde. Danke an alle. Danke EA Sports für einen Walkout. Für einen Walkout. Für einen deutschen Walkout. Kerstin hätte noch ein kleines Rating mehr gehabt, aber Neuer nicht verkehrt, wenn jetzt dahinter eventuell noch ein bisschen was ist. Und dann schauen wir einfach mal. Ein bisschen SBC-Futter natürlich. Ein paar Walkouts dahinter wären schön. Ja, okay, okay, okay. Ja, sagen wir mal okay. Wie sah es bei euch aus, Jungs? Und an die Leute, die es zu schätzen wissen, der Grind ist real. Vielen, vielen Dank. Schreibt gerne rein, was ihr gezogen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Am besten Sonntag zu Icon SBC Packs. Also EA, mach es mal bitte. Und auch so eine Icon SBC. Ein paar Spieler. Pavieras, Krulitz. Schauen wir mal.